Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pokémon Goldene Edition in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Sorry erstmal dafür, dass letzte Woche nichts kam. Das lag daran, ich war leicht krank. Also wirklich krank. Mir ging es echt scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, heute Morgen so kommen keine Videos zu Pokémon. Die anderen, die habe ich ja schon vorab aufgenommen. So, erstmal wollen wir Richtung Zorn des See des Zorns. Ja, danke. Scheiß Pop-up. Muss ist scheiß Pop-up. Okay. So, einen Moment bitte. So, da bin ich auch schon wieder. Scheiß Pop-ups hier. Ich liebe Pokémon, deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln. Und damit ich auch nicht mehr aufhören. Will ich auch nicht mehr aufhören. Ja, du, mich auch, du. So, alter creepy Blick. Gymnastdonner. Okay, Gymnastdonner. So, Raikou. Los, Exo. Exo haut erstmal ein Feuerodem raus. Na, erstmal verfehlt er seine Attacke. Bio. One Hit. Zack. Gymnast. Donner wurde besiegt. Das ist schön. So. Und da wären wir. Hier wären wir. Die Gyarados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Täusche mich meine Augen? Ich sehe ein rotes Gyarados im See. Aber ich dachte, Gyarados sind blau. Ja, nee, die sind eigentlich rot. Die werden nur blau, wenn sie zu viel gesoffen haben. Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Gyarados erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte. Ah, Mann. Moment. So. Mann, diese scheiß Pop-ups. Ja, das ist ein bisschen nervig, weil das schmeißt mich aus dem Spiel direkt raus. Auf dem Desktop nämlich. So, diese Geschichte erzählte schon der Ur-Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Karpadors fangen, aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir uns doch mal ein rotes Karpador, rotes Gyarados, oder? Vertellt ihr davon? Schau mir in die Augen, Kleines. Und das rote Gyarados ist ein. Oh mein Gott! Es ist ein Shiny Lorblatt. Ein Lorblatt. Ich würde sagen, Doppelkick. Oh, Läuterfeuer. Autsch. Autsch. Ja, natürlich brenne ich. Warum denn auch nicht? Verbrennung schadet. Exo. Ja. So, warte mal. Gift, Verwirrung, Paralyse, Autoschlaf. Paralyse, Vergiftung. Beitragen. Toll. Hilft das echt nur beim Tragen? Nee, auch so. Gut. Eisbär. Oh, der Dunkelnebel. Es wird neblig.
Doppelkick. Den Böhm. zieht sich selbst Dings, um den Angriffswert zu steigern. Und dadurch hat es sich so gesehen selbst getötet. Livers erhält rote Haut. Hab ihn die Haut vom Leib gerissen. Ha, lecker, lecker, lecker. Hey, was bist du denn für einer? Diese See ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Garbados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Livers? Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ja, so ein Trainer wie ich auch wieder nicht, ne? Ich bin besser. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Livers. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ja, klar, warum nicht? Exzellent. Es sieht so aus, als würde jemand die Carvados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist ein mysteriöses Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Lewis. Oh mein Gott, es ist Batman! Es ist weggeflogen, es ist Batman. Nee, Superman war das mit wegfliegen. Batman war ja eher sich hochhangeln. So. Der See hat sich verändert, seit diese Männer in Schwarz hier sind. Männer in Schwarz? Team Rocket etwa? Das ist so die Frage, Team Rocket etwa. Naja, ich lasse erstmal ab nach Dings hier Mahagonia City, also hier in die Stadt, in diese ominöse Stadt. So, guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Fit oder fett? Naja. Manches ist da auch schon ein bisschen bummelig, ne? Komm jederzeit wieder. Ja, mach ich, aber nicht zu dir. So. Was haben wir eigentlich so schon gefangen? An und für sich. Mal, nur mal reinschauen. Mitnehmen. Ach ja. Iceman und Rumble. Also Yugong und Pupita. Wobei Status. Smoggen, Himmelsfeger, Agilität. Oh, ne? Nee. Stimmt. Man musste erst freilassen und dann. Oder hier. Nee, doch. Erst freilassen und dann. PC von Livers. Mal schauen. Haben wir eigentlich noch. Ja, genau. Wir haben ja noch ein paar Dings. Schutz haben wir. Hier den Supertrank nehmen wir natürlich mit. Und was können wir ablegen? Juckt. So. Ja, Nugget können wir eigentlich gleich verkaufen. Warte mal. Haut eines roten Garados, ja. Als ob. Oh. Nichts großartig Tolles. So, Moment. Ach ja, stimmt. Hey Kleiner, ich sehe, du bist neu in Mahagonia City. Du musst unbedingt einen Keks probieren. Ich habe einen dabei. Für 300 Pokédollar gehört er dir. Nein, daneben nicht. Okay, dann lässt er uns doch noch nicht durch. Ich
hörte, dass ein rotes Garados in See erschienen sein soll. Seltsam, weil normalerweise sind die sehr, sehr selten. Ja. Irgendjemand wollte doch diese rote Haut haben. Müsste ich mal schauen, wer das nochmal war. Später. Also nicht jetzt, sondern später. Was Indianer für ein Viech. Ja. Attacken. So, da. Psychopflanze, Wasser, Gift. Jo, das. Wobei nur Wasser. Und ja, eigentlich nur Wasser wirklich Schaden macht. Gegenschlag. Ja, okay. Ne? Okay. Speicherbar. Gespeichert mal. Sicherheitshalber. Ich würde lieber jetzt erstmal ein bisschen leveln. Bin ich ganz ehrlich. Weil. Nee, warte mal. Ich weiß doch, irgendjemand wollte diese rote Haut haben. Einen Moment, ich gucke einmal schnell nach, wer die rote Haut haben wollte. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und ich weiß auch jetzt, wer das genau haben wollte. Und zwar war das nicht der. Hä? Duh. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Nee, ich weiß, wer die rote Haut jetzt haben wollte. Nämlich Mr. Pokémon. Der wollte den haben. Electek. Ein Electek. So, Spukball. Nee. Und zwar, den hole ich jetzt auch. Erstmal. Alleine weil ich weiß jetzt auch, was ich dafür kriege. Nämlich da kriege ich einen EP-Teiler. Und dadurch kann ich erstmal besser die Pokémon leveln. Wenn ich in der Aufnahme auch bin. Weil hier ist es ja noch so scheiße, bin ich ganz ehrlich. Wo nur der den EP-Teiler trägt, extra Erfahrungspunkte kriegt. Ohne in den Kampf geschickt zu werden. Aber ich bräuchte den ja deswegen auch. Nur, es war ja immer so scheiße. Nee, alten Generationen, bin ich ganz ehrlich. Und warte mal, das war nicht das. So, wo bin ich denn jetzt? Nein, hier Pokécom. Wo bin ich denn jetzt? Genau, jetzt bin ich da oben. So, warte mal. Man könnte auch, kann ja auch den erstmal den Markt besuchen. Und dann später auch natürlich die. Nein. Verkaufen. Ich will das Nugget loswerden. Den einen normalen Trank kann auch eigentlich weg. So, Nugget. So. Kaufen. Wir kaufen erstmal 10 Superbälle und 2 Supertränke. So. Einfach, weil wir es können, ne?
Nee, ich bin falsch. Da wollen wir noch gar, nee, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen noch unten. Genau, da wollen wir hin. Habe ich einen Schutz? Natürlich nicht. Und natürlich das erste ist ein Pokémon, was ich natürlich auch nicht fangen darf. Traumfugel. Ja. Tschüss, Traumfugel. Ich muss zu Mr. Pokémon. Ja, da will ich hin. Ja, genau zu Mr. Pokémon. Warte mal, da müsste ich ja wirklich bis zum Anfang zurück. Genau, hier war jetzt hier lang. Genau, und hier war, so viel ich weiß. Zack. Genau, da ist das Haus von Mr. Pokémon. Diese Haut. Was ist das? Ein rotes Garados? Das ist seltsam. Ich muss es haben. Livers, möchtest du es tauschen? Ich kann dir den EP-Teiler, den mir Professor Eich gegeben hat, anbieten. Ja. Ich würde ihn aber zweimal haben wollen. Nee, fünfmal. Weil dann kann ich ein Pokémon draußen haben und die anderen werden trotzdem noch mitkriegen. Jo. Ja, ja, jo, jo, danke. Schönes Ding. Dadurch habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit geben. Fangen wir mit Indiana an. Ja? Rachel. Guten Abend, ich bin's, Rachel. Hast du meine Minute zu kämpfen? Nicht wie letztes Mal. Der Level Route 33. Nee. Sorry, Rachel, aber. Nee. Zack, zack. War das hier nicht eine normale Dingsbeere? Gengifera, genau. So. Na komm. Okay, gegen dich habe ich schon gekämpft. Ich versuche jetzt mal gegen sämtliche Leute ein bisschen zu kämpfen. Einfach um ein bisschen mehr Erfahrung für die anderen noch mitzukriegen. Obwohl, wir könnten uns ja auch mal in die Dunkelhöhle begeben. Obwohl, nee. Nee. Ich fahre jetzt eigentlich nur noch mal in die nächste Stadt rein. Zack. Und zack. Und damit würde ich sagen, wenn ich schön mal nach dem Heilen. Zack, zack. Ich weiß, hätte bestimmt nicht nötig tun und Taten tun. Aber ich mach das lieber mal, ne? So, und dann würde ich sagen, war's das für heute mit Pokémon Golden Edition in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es denn weitergeht. Und wir dann weiter Richtung Mahagonia City wieder unterwegs sind, um Siegfried ein bisschen zu helfen. Also, tschüss, ciao, euer Livers.